بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Die Menschen im diesseitigen Leben sind am Schlafen. Deswegen wollte ich kurz erinnern. Wir lassen uns ablenken von diesem Moment, obwohl dieser Moment, lieber Bruder, wird jeder von uns erleben müssen. Dieser Moment, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod. Dieser Moment ist der Moment der Ergebenheit und Geduld. Gedenkt viel, den Genuss zerstöre der Tod. Denn wird dies euch ablenken von dem, was ich hier sehe. Es gibt keine Heilung für diesen Moment, denn keine Aufhalt. Egal, wo du dich verstehst. Dieser Moment, der Tod, an dem jeder vorbeigehen muss, der Tod. Der Gesunde und der Kranke werden alle diesen Moment erleben. Damit wir uns ein bisschen erinnern, jeder Sohn Adam wird diesen Moment erleben müssen. Damit wir uns ein bisschen erinnern, dann musst du dich ergeben. Engel werden kommen. Deine Versorgung ist zu Ende. Du wirst Angst empfinden in diesem Moment. Wird immer schwerer. Dein Herz schlägt immer langsamer. Immer langsamer. Von 70 auf 50, 40, immer weniger. Deine Sehkraft wird immer schwächer. Deine Glieder kannst du nicht mehr bewegen. Dein Blut fließt nicht mehr richtig im Körper. Und du stehst da. Du kannst dich nicht mehr verteidigen. Du kannst nicht mehr losrennen. Und du stehst da. Machtlos. Ist der erste Schock. Was gibt's denn zum Lachen? Ist der erste Schock. Wo du den Todesengel siehst, was gibt's denn zum Lachen? Dieser Sie Moment, wollen nicht, dass du gehst, Moment, aber du musst gehen. Du musst dich vom diesseitigen Leben trennen, ob du willst oder nicht willst. Sie sind machtlos. Sag, la ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Ist der erste Schock. Der Tod hat seine Trunkenheit, na'udhu billah. Also wir dürfen nicht unachtsam sein. Da beginnt das wahre Leben. Ich warne euch, nehmt euch an Acht. Ist der erste Schock, das ist der Todesengel. Was ist mit uns? Wir ignorieren den Tod. Was ist mit uns? Wir haben erst den Tod vergessen. Warum? Durch die Schönheit von dieser Dunya. Warum? Durch den Schmuck vom diesseitigen Leben. Warum? Durch unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Arbeit, unsere Kleidung, unsere Haare, unsere Autos. Das ist derjenige, der etwas geehrt hat, was Allah erniedrigt. Das diesseitige Leben. Wir heute ehren das diesseitige Leben, obwohl sie gar keinen Wert hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ja Allah derjenige, der das diesseitige Leben geehrt hat. Ihr Würde geschenkt hat ja Allah, obwohl du sie erniedrigt hast, ja Allah. Der Gesandte Allah sagt, der guckt nach rechts, sieht seine Taten. Guckt nach links, sieht seine Taten. Guckt nach vorne, sieht seine Taten. Und sie werden zur Rechenschaft gezogen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz allein, nackt. Gegenüber ist das Hell und Feuer, al-Iyadu billah. Aber unsere Sorge, unsere Bäuche zu füllen, unsere Sorge, unser Konto zu füllen, unsere einzige Sorge, unsere Klamotten, unsere Frauen und Kinder. Sorge. All das hat uns abgelenkt von dieser Wahrheit, ta'udhu billah. Der Tod ist hinter ihm her und er lacht, aber der Tod verlangt nach ihm. Aber keiner will mit dem Tod etwas wissen. Das ist eine Wahrheit, liebe Bruder, die wird kommen, ob du willst oder nicht. Ob du dich davor versteckst, ob du davor fliehst, jede Seele wird sterben müssen. Jede Seele wird den Tod schmecken. Euch traf die Katastrophe des Todes. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.